Ich gehe nochmal zurück, weil ich glaube, gegen den Vogel. Doch, mit dem habe ich geredet nach dem Kampf, ne? Bin mir da ziemlich sicher, dass ich mit ihm geredet habe. Ein Kleinstein. Machen wir es weg. Was für die noch? Eigentlich klar, wen interessiert's? Das ist eine Spezialattacke und keine normale Attacke. Deswegen Wayne. Elf für Felino. Slam! Come on and jam! Wie geht dieses komische Kacklied? Come on, Slam, welcome to the jam. Genau, und du bist auf dem Weg nach Azalea City, nicht wahr? Lass meine Pokémon entscheiden, ob du eines Kampfes würdig bist. Lass meine Pokémon entscheiden, in einem Kampf entscheiden, dass deine Pokémon, also dass du für einen Kampf geeignet bist. Also das macht gar keinen Sinn, weil wir machen doch den Kampf gerade. Was laberst du? Okay, ich lasse die Aquaknarre weiterhin oben, aber mach den... Ja, ich wollte... Wieso habe ich A gedrückt? Ich wollte eigentlich den Routenschlag gegen den Slam tauschen. So, wird ein Schub raus. Ich muss zweimal Select drücken. Einmal, um die Attacke auszuwählen und einmal, um die Attacke... die andere Attacke, die ausgetauscht werden soll, auszuwählen. Jetzt, da wo ich den Namen Burkhardt da lese, da denke ich mir, ist es eigentlich schon mal passiert bei den ganzen vier Pokémon-Spielen, dass ein Name öfter mal eingesetzt worden ist? Weil es hört sich ja schon hier an, wenn ich hier lese Burkhardt und so. Und die anderen Namen, die auch alle so ein bisschen merkwürdiger von Natur waren, wie Niels, mit Niels mit E. Da denke ich mir, das sind denen schon die Namen ausgegangen oder weshalb nehmen die so merkwürdige? Ich meine, Burkhardt ist ein normaler Name, ich muss hier so, weil die Kamera das nicht sieht. Ein normaler Name, aber. Oh oh, oh. Okay, ich habe mich entschieden. Ich gehe erst, wenn meine Pokémon stärker sind. Also, so meintest du das. Hast du komisch formuliert, mein Freund. Du bist doch kein Wanderer. Zubats Superschall verwirrt mein Pokémon noch immer. Das ärgert mich wirklich sehr. Was bist du denn für einer? Bist du ein Angler? Nein, du bist ein Feuerspucker. Weit. Feit. Meine ich nicht weit, sondern feit. Okay. Los, Felino. Mach's kaputt. Mach lieber einen Slam. Spar mir die Aquaknarre. Und wir gehen daneben. Ich glaube, Slam hat nicht so eine hohe Genauigkeit, aber dafür haut es rein, wenn es dann mal trifft. Ja. Okay, gut. Dann haben wir das Smogon schon besiegt. Hoffentlich kommt jetzt ein Feuer-Pokémon oder sowas. Bei dem Feuerspucker würde ich das ja erwarten. Noch ein Smogon, okay. Ich meine, Smogon macht ja auch irgendwie Sinn, weil Gas kann angezündet werden, dann entsteht auch Feuer. Aber ich hätte gerne Feuer-Pokémon gehabt, weil das würde ich ganz leicht wegmachen können mit Aquaknarre. Kein Level up, leider. Bin durch. Am Wochenende kannst du Pokémon in dieser Höhle brüllen hören. Wir haben jetzt kein Wochenende, deswegen keine Ahnung. Wir haben Dienstag. Gold findet Superball. Noch einer. Okay. Sind wir schon so langsam in dem Gebiet, wo wir nur Superbälle einsetzen sollten? Ein X-Angriff, das. Das erhöht, glaube ich, den Angriff aber auch, glaube ich, nur für eine Runde, also für einen Kampf, meine ich. Ich gucke mal kurz.
Das heißt, dass der Eisen und so, ja, für einen Kampf. Die X-Sachen sind nur für einen Kampf gedacht. Und Sandama will ich haben. Versuchen wir es nicht zu töten. Ich will es auch nur haben, damit ich es habe und nicht, weil ich es wirklich im Team haben möchte. Okay. Pack hier einen Igler. Ah, ich kann nicht Aquaknarre einsetzen, dann würde ich das dann da mal kaputt machen. Ich werf mal... Ah, lieber nur ein Pokéball. Auch wenn es nur im gelben Bereich ist. Wenn es ausbricht... Nun gut. Dann wollte ich eigentlich nochmal draufhauen mit Slam und hoffen, dass es überlebt. Eintrag im Pokédex. Fällt es aus großer Höhe, rollt sich dieses Pokémon zusammen, um so den Sturz abzufangen. Ich wollte gerade mal gucken, wie viele Pokémon ich aus der ersten und zweiten Generation habe. Ich habe nur ein Pokémon aus der ersten Generation gerade im Team, nämlich Onix. Mal gucken, ob da vielleicht was ist. Vielleicht sollte ich da mal in die zwischen den Steinen mal reingehen. Vielleicht kriege ich da ein Item. Die Aquaknarren haben wir noch, 16, gut. Okay, oder jetzt 15. Nachdem das Kleinstein hier besiegt worden ist. Ich glaube nicht, dass das viel Unterschied macht hier. Ne. Wir finden nichts außer einen Kampf. Also kein wirkliches Item. So weiter im Text. Da müssen wir lang, oder müssen wir da nicht lang? Ich gucke erstmal. Gold findet einen Aufwecker. Wunderherrlich. Hier ist nun Feuerspucker mit Lichtjagd einem, eine Höhle, keine Angst ein. Bist du stark genug, jagen dir Pokémon keine Angst ein? Ich habe das wie eine Frage gelesen, aber da war ein Punkt. Ude. Ich kenne Udo, aber ich kenne kein Ude. Was ist ein Ude? Hab ich ja noch nie gehört, den Namen. Gut, das wird nicht so viel Schaden machen, weil wir eine Doppelstärke dagegen haben. Boden und Wasser. Na, okay. Das ist doof. Sollte ich heilen? Habe ich überhaupt einen Tank? Ja, ich habe einen. Ich habe zwei. Dann heilen wir mal kurz Felino. Gut zu tief. Das war schon gut, dass wir Felino geheilt haben. Noch ein Rückzug-Keep, das hättest du von Anfang an einsetzen sollen. Die Animation von Rückzug-Keep ist auch viel besser als in der roten Edition, meiner Meinung nach. Da teleportiert es, also hier teleportiert es sich ja so richtig wie bei einem Dragon Ball-Kampf. Okay. Wir nehmen erreicht Level 15, wunderherrlich. Der Spucker Ude wurde besiegt. Ich kenne Udo und Ute, aber nicht Ude. Blitz. Haben wir hier irgendwas? Das ist der Ausgang. Wir wollen aber noch nicht raus. Wir wollen erstmal den Weg hier gehen. Obwohl rausgehen eigentlich gar nicht immer schlecht wäre, weil Felino so langsam Flap macht. Obwohl 15 KP sind noch gut dabei. Ich habe vergessen, dass ich es eben krank gegeben habe. Ja, so ein Darm, geh weg. Was ist das denn für eine Musik? Um Pokémon zu finden, wandere ich durch das Land. Suchst du auch nach Pokémon? Dann bist du mein Rivale. Was? Wieso das denn? Ein Psycho oder Maniac? Pokémaniac. Satoru. Ein Fleckmon, hey!
Psycho Wasser. Da ist Felino gerade ein bisschen schlecht. Besten in die wir, ne? Solange es keine Psycho-Attacken einsetzt, ist alles okay. Gut. War ein guter Kampf. Dass ich überhaupt Kampf nennen kann. War eher eine Enttäuschung. Uff, mein Arm ist... Uff. Mein Arm ist Pokémon. Jeden Freitag kannst du Pokémon in dieser Höhle brüllen hören. Jetzt ist es Freitag, ich dachte am Wochenende. Hier ein Ball. Der Mann 30, mal gucken, was das ist. Ich glaube, in der ersten Generation musste man auch immer DM benutzen, damit man weiß, was es ist. Sternschauer. Wer kann es lernen? Wenn überhaupt wer? Nur Mutut. Ob das wirklich gut tut? Ah, ich bin so scheiße. Nee, gebe ich das Hutut oder? Ja, ich gebe es ja einfach mal Hutut. Ein Hutut hat ja sowieso nichts anderes außer einen Deckel. Und Attacken, die nicht so viel Sinn machen. Ein Sandan. Level 8 sogar. Felino, mach es mal weg. Ein Igla, nein. Das bringt nichts. Sandan sieht mega süß aus irgendwie hier auf dem Sprite. Ich mag Sandan eigentlich auch sehr als Pokémon so. Es ist sehr simpel, aber irgendwie ist es süß. Siehst du rum, Babys? Ja, es sieht sehr süß aus. Steinstein, Level 8. Hier sind schon das stärkere Pokémon. Ich wollte Digimon sagen aus irgendeinem Grund, komischerweise. Macht keinen Sinn. Okay, dann gehen wir mal hier links. Ein Onix. Hätte ich lieber das Onix haben? Nee, meins hat, Dingens. Lehmschelle. Außerdem ist irgendwann auch vollkommen Wurst, ob es getauscht worden ist oder nicht. Außerdem hat es nicht überlebt. Wunderherrlich. Ah, hier ist noch ein Item. Also man kann hier nicht wirklich viel machen, außer man hat Surfer. Dann kann man dann nach oben surfen. Ein Radfratz. Und weggehauen. Ja, man kann da wahrscheinlich irgendwo hinschwimmen. Okay, dann gehen wir wieder raus. Und ich hoffe, dass ich Felino wieder wegtauschen kann an erster Stelle, weil ich möchte nicht die ganze Zeit nur dasselbe Pokémon trainieren. Das ist mir jetzt schon ein bisschen unangenehm. Als Felino schon Level 14 ist. Wobei die anderen noch nicht mal annähernd da dieses Level haben. Also die meisten auf jeden Fall im Team. Ich glaube nur Aaron und Indivier sind wirklich so stark. Okay, ein Zubat. Da tausche ich mal lieber Felino ein. Gegen Aaron. Oder setz mir doch Mutut ein. Ja, Aaron, komm. Gib ihm.
hat keine Wirkung. Nebenstelle ist dumm, weil es ein Flug-Pokémon ist. Und für nix. Fuck you, Aaron. Du bist so gut, aber du bist so scheiße, dass du nicht hörst. Oh Mann. Nee, Pelle hat keine Wirkung, du Depp. Depp, wollte ich sagen. Ich weiß auch nicht, was da für Worte rauskommen. Klammergriff geht auch noch klar. Aber jetzt kann ich außer Klammergriff erstmal eine Weile nichts einsetzen. Das ist doof. Komm, was kaputt. Aus hier. Route 33. Okay. Erstmal den Bärenbaum plündern. Es ist ein Obstbaum, ein Gegengiftbärer. Okay. Dann gebe ich das. Auf jeden Fall kein Pokémon, das das Gegengiftbärer. Das. Also Filino nicht. Weil es ist ein Boden-Pokémon. Überragt nicht, ist ein Gift-Pokémon. Was hast du denn? Ich wollte auch geben und nicht, Aaron, also Boden-Pokémon können, glaube ich, nicht vergiftet werden und Gift-Pokémon, glaube ich, auch nicht. Deswegen macht das Einzige, was noch Sinn macht, ist Hutut. Ja, komm. Wenn wir die Gegengift wäre und die an, hoppala. Die Antipa-Bäre gebe ich dann für die noch. Okay, dann. Annette, was ist los? Guten Abend, Gold. Hier ist Annette. Warst du noch auf? Ich habe meinen Nidoran weiblich verkleidet. Es sieht noch süßer aus als vorher. Stell dir vor, was passiert ist. Ich habe es schon wieder nicht geschafft, einen Knuffenser zu fangen. Vielleicht bin ich einfach zu schlecht. Ja, bist du. Bye bye. Klick. Mal gucken, was hier für Pokémon rumlungern. Ah ja, ich wollte ja hier umtauschen. Hier sitzt Nebarak jetzt mal nach vorne. Was kann man denn hier Schönes fangen? Ein Zubat. Wie toll. Ganz nichts außer, ja, gibt's ja was. Hol ich Hutut raus. Und setz jetzt mal eine Sternschauer ein. Okay, erstmal werden wir verwirrt. Das ist wunderherrlich. Mit wunderherrlich meine ich zum Kotzen. Hier. Tun wir das mal kurz hier alles sortieren. Gesichter und Teiler sind mir egal. In welcher Reihenfolge die da sind. Deswegen lasse ich hier mal da sein. Aber nur ein Volltreffer, schade. Bitte treff wieder. Ah, so Mist. Ist nicht mehr verwirrt. Wunderherrlich, Sternschauer, mach es weg. Ich will gar nicht mehr wirklich ausprobieren, was für Pokémon gibt, wenn hier schon Zubats rumlungern. Aber ich versuche noch mal einmal ein Pokémon zu holen. So, ein Zubat ist hoch ab. Okay, das ist ein Radfratz. Das können wir, glaube ich, sogar besiegen mit Wilbarak. Der Wilbarak ist halt nicht so stark. Das ist das Problem.
Giftstachel, bitte sei vergiftet. Oh, Ruckzuckgift finde ich gar nicht mal so gut. Gut, bitte sterb am Gift. Na Mist, aber an Giftstachel stirbst du jetzt hier. Gut. Endlich mal mit Weberak wieder Erfahrungspunkte bekommen. Du bist kein Trainer, ne? Doch, ich hab's jetzt mich angeguckt. Ich bin durch die Tunnel gegangen, aber ich habe noch viel Energie übrig. Stand da viele oder viel? Wie viele Pokémon hast du, mein Freund? Wanderer Tom, 2 hast du. Kleinstein. Da muss ich doch Felino wieder rausholen oder am besten ein Pokémon, was nicht so gelevelt ist, nämlich Indivier dann in diesem Fall. Und gut wäre eine Kackidee. Die Attacke ging daneben, unerhörlich. Rasierblatt, mach's weg. Die Attacke ging daneben, ehrlich. Unerhörlich. Level 10 für Weberak. Level 13 für Indivier. Macholo. Ja, ich weiß gerade gar nicht, ob die Pokémon stark gegen Kämpfe sind. Wir probieren es einfach mal. Stachel. Buskick sind Kampf-Pokémon. Kampf-Pokémon sind nicht stark gegen Gift-Pokémon gut. Werd bitte vergiftet. Bitte überlebt. Danke. Was so eine Scheiße. Hier schicken wir Hut. Waren Flug-Pokémon? Ich weiß es nicht mehr. Wir probieren es aber mal aus. War Flug-Pokémon stark gegen Kampf oder was umgekehrt? Kampf-Pokémon sind stark gegen Flug-Pokémon. Gut. Beziehungsweise nein. Es ist ja teilweise normal, es ist stark gegen normal, aber schwach gegen Flug. Deswegen ist das, hat sich das normalisiert. Okay, das war ja dumm, das alles zu machen hier. Nur Indivier raus ist ja. Ne, Indivier ist glaube ich nur Gift. Nur Pflanze, ne? Oder ist es auch Gift? Ne, ist nur Pflanze. Ja, Rasierblatt. Er hätte das nochmal alles in die Hose gehen können. Gegen den einen Banner hier. Narraton wurde besiegt. Nicht schlecht, du hast viel Schwung. In den Bergen sind wir Wanderer in unserem Element. Oh, du bist ziemlich stark. Gibst du mir deine Telefonnummer? Ich melde mich nochmal, wenn ich kämpfen möchte, ja. Okay, dann weiter im Text. Jetzt sind wir in der Stadt angekommen, die... Wie nochmal hieß? Der Fleckmondbrunnen ist auch bekannt als Regenmacherquelle. Die Leute hier glauben, dass das Gen eines Fleckmonds Regen erzeugt. Laut den Aufzeichnungen soll das Gen eines Fleckmonds vor 400 Jahren eine Dürre beendet haben. Was für ein Quatsch. Ja, das ist gefährlich, da hineinzugehen. Deshalb stehe ich hier Wache. Bin ich nicht ein barmherziger Samariter? Mag den Arschloch. Okay, das ist nur der Markt. Den gucken wir gleich an. Alle Fleckmonds sind aus der Stadt verschwunden. Ich hörte, dass ihre Routen verkauft werden. Werden sie eigentlich dafür getötet oder werden einfach nur so die Routen abgeschnitten?
mit den Ruten sind natürlich die Schwänze gemeint. Die wollten halt nicht das Wort Schwanz benutzen in einem Nintendo-Spiel. Azalea City, hier leben Menschen und Pokémon in Harmonie. Ich gehe mal kurz in den Pokécenter. Weißt du über Abkokos Bescheid? Sprich eine auf, fülle sie aus und verbinde sie mit einer speziellen Vorrichtung. Dann kannst du den Pokémon damit fangen. Bei der Erfindung von Pokébällen hat jeder Abkokos verwendet. Auf PC können bis zu 20 Pokémon pro Box gelagert werden. Ja, das weiß ich auch. Red mit mir. Beherrschen deine Pokémon VM-Attacken? Diese Attacken können auch eingesetzt werden, wenn dein Pokémon besiegt worden ist. Ja, außerhalb des Kampfes, ich weiß. Und ich mache mal kurz eine Pause. Und weiter geht's. Ich habe nur was getrunken und die Texte schon weggedrückt, weil das braucht man ja nicht immer sehen. Gibt's wirklich eine Arena? Wir sind gekommen, um kurz zu bitten, dir ein paar Bälle zu machen. Eine Menge Leute wollen das. Ich tu noch mal eine Pokémon noch mal sortieren. Feline kommt nach hinten. Dann kommt Indivia. Gut und nach vorne. Ich weiß gar nicht mehr, was das für eine Arena hier war. Was für ein Typ. Holzkohleofen. Ich will da rein. Quah. Wo sind nur all die Fleckmonster hin? Wo sind sie geblieben? Sie sind irgendwo zum Spielen gegangen. Ja, im Himmel. Alle Fleckmonster sind aus der Stadt verschwunden. Vielleicht ist der Patron des Waldes Thorniger Wunsch. Es kann ein böses Omen sein. Besser bleiben zu Hause. Okay. Azalea City. Azalea City Pokémon Arena. Haltung Kai. Die lebende Käfer-Pokémon Enzyklopädie. Okay, Käfer-Pokémon. Wunderherrlich. Kann ich die wirklich plätten? Ich bräuchte ein Feuer-Pokémon. Hast du schon mal eine Fleckmon-Route probiert? Sie soll sehr lecker sein. Bist sicher froh, dass ich dir das gesagt habe. Tschüss. Was ist mit dir, Junge? Geh durch Azalea City und du landest im Steinei Schlummwald. Weil diese dürren Bäume machen es unmöglich weiterzukommen. Die Pokémon des Köhlers können die Bäume mit dem Zerschneider fällen. Okay, des Köhlers. Okay, dann weiß ich Bescheid. Kurzhaus. Also das wird Kurzhaus sein. Ich nehme mal hier eine Apokoko, wahrscheinlich. Eine Apokoko Weiß. Daraus kann ich ein Pokéball erstellen lassen. Erstmal mit dem Kind hier sprechen. Die Fleckmons sind verschwunden. Wurden sie von bösen Leuten gestohlen? Ich möchte sie vorwegnehmen. Ein junger Professor Eich. Mich groß dieses Haus. Wer bist du? Gold, was? Du willst, dass ich ein paar Bälle mache? Verzeih, aber das muss warten. Kennst du Team Rocket? Egal, ich erzähle dir ohnehin darüber. Team Rocket ist eine üble Bande, die Pokémon für ihre Zwecke einsetzt. Man sagt, dass sie sich vor 3 Jahren aufgelöst haben. Aber jetzt sind sie am Boden und schneiden die Routen vom Fleckmons ab, um sie zu verkaufen. Also werde ich ihnen eine Lektion erteilen. Haltet euch, Fleckmons. Der alte Kurt ist auf dem Weg. Okay, das war ziemlich schnell. Großvater ist fort. Ich fühle mich so einsam. Okay. Glückskanal. Yeah! Wie? Was? Was war das denn für ein Käse? Okay, die Arena-Leiter. Die Arena ist noch zu, meine ich. Habe ich mit dir geredet? Ich glaube schon, ne? Alle Fleckmons sind... okay. Er ist hier in den Brunnen gelatscht. Hallo, Gold. Die Wache ganz oben ist weggelaufen, als ich sie anschrie. Aber dann bin ich in den Brunnen gefallen. Ich bin so hart auf meinen Rücken gelandet, dass ich mich nicht mehr
bewegen kann. Mist, wenn ich fit wäre, würden meine Pokémon sie bestrafen. Ach, mir ist nicht zu helfen. Gold, zeig ihm, wie mutig du bist. Tu es für mich.